Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, in diesem Video wird es ja hauptsächlich um die Weihnachtsdeko hier in meiner Wohnung drehen. Ich habe es auch versprochen, dass ich euch zeige, wie ich meine Wohnung dekoriere. Ich werde euch aber auch noch ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar einmal... kam heute ein Paket. Und zwar habe ich euch im letzten Vlog ja schon die Miki auf dem Bild gezeigt. Und heute ist sie angekommen. Meine Miki aus der Weihnachtskampagne und die ist so groß. Oder er ist so groß und er ist so schön. Er hat auch das angenähte Ohr, wie im Video. Da. Genau, den habe ich von Make-A-Wish und Disney Deutschland zugeschickt bekommen. Aber ich habe auch noch einen bestellt, damit ich auch die 25% spenden kann. Ja, ihr könnt nämlich bei jedem Kauf von dieser Miki bei shopdisney.de 25% werden dann an Make-A-Wish gespendet. Ich packe euch unten auch gerne nochmal den Link in die Infobox, damit ihr euch den tollen Miki nachkaufen könnt. Ich bin sehr froh, ihn bekommen zu haben. Genau, ansonsten fahre ich jetzt zu einer Wohnungsbesichtigung. Genau, ich muss ja mich langsam um meine neue Wohnung kümmern. Bin mal gespannt. Ich habe nächste Woche Samstag eigentlich auch noch eine Besichtigung, wo ich gerne, also die Wohnung hätte ich super, super gerne. Nur allein schon von den Bildern. Deswegen ja, hoffe ich, dass eigentlich die Wohnung nächste Woche klappt, aber da sind wohl sehr viele Bewerber. Mal sehen. Aber ich gucke mir die Wohnung heute trotzdem an. Genau, und ich habe bei Sugar Dad bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sugar Dad, da gibt es internationale Süßigkeiten. Und ich habe mir mal ein bisschen was bestellt und zeige euch das jetzt, aber ich habe davon noch nie was probiert von den Sachen, die ich bestellt habe. Ja, folgende Süßigkeiten habe ich bestellt. Einmal Kit Kat Birthday Cake. Dann einmal Sweet Tarts. Dann diese Jolly Ranger Spikes. Shit soft, ich mag softe Gummibärchen. Dann noch die Airheads. Die sehen sehr ähnlich aus wie die anderen. Und Reese's Pretzels. Dipped Pretzels, sehr, sehr gespannt. Ich liebe Brezel und ich liebe Reese's. Und Reese's Puffs, also im Prinzip Reese's Cornflakes. Bin ich auch sehr gespannt, wie die schmecken. Ich bin zurück von der Wohnungsbesichtigung und was soll ich sagen? Also das wird nicht meine Wohnung. Ist mir schon klar, dass ich zurzeit auf 150 Quadratmetern wohne, eine tolle Küche habe, eine sehr hochwertige Wohnung habe und dass ich halt mir alleine sowas nicht leisten werde können. Das ist mir schon bewusst. Aber allzu viele Kompromisse möchte ich auch nicht eingehen. Vor allem die jetzigen Mieter, die sahen, also von, die waren richtig ungepflegt. Die hatten einen Teppich verlegt in der Küche und im Badezimmer. Also warum verlegt man bitte einen Teppich im Badezimmer? Da ist doch die Feuchtigkeit und die ganzen Flüssigkeiten und... Oh, nee. Nee, nee, nee. Und dann meine Waschmaschine müsste ich dann im Keller lagern und dann müsste ich jedes Mal 3 Stockwerke hoch runterlaufen mit der Wäsche und die Garage kostet auch noch extra und... Nee, also für den Preis muss ich sagen... suche ich noch weiter. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe nächste Woche eine tolle Besichtigung. Also von den Bildern her gefällt mir die Wohnung sehr, 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 sehr gut. Und es ist auch eine Küche drin, weil die Küche bleibt hier für die Nachmieter. Deswegen brauche ich dann halt wahrscheinlich eine Küche. Also brauche ich schon eine Wohnung mit Küche, wenn es gut läuft. Egal. Auf jeden Fall koche ich jetzt erstmal. Und zwar mit dem Thermomix. Aber... ich glaube, das Rezept kann man auch ohne Thermomix ganz gut machen. Und zwar Hähnchen mit Spätzle und Tomaten-Sahnesoße. Gibt es beim Cookie-Doo das Rezept, aber ich nehme euch jetzt einfach wieder mit. Zuerst muss ich 50 Gramm Röstzwiebeln in den Thermomix packen und dann auf Stufe 10, also richtig, richtig klein, schreddern lassen und umfüllen. Es war nur 30 Gramm und so sieht das dann aus, wenn der Thermomix... die Röstzwiebeln schreddert, also richtig, richtig fein. Laut Rezept braucht man jetzt 500 Gramm Hähnchen-Innenbrustfilets. Ich habe aber jetzt nur 400 Gramm, weil 400 Gramm fertig verpackte im Globus waren. Also Globus ist sowas wie Real oder Rewe. Es gibt nicht überall den Globus in Deutschland.
Die sollen jetzt eigentlich auch in den Varomar, also das, was oben auf den Thermomix kommt und gedünstet wird. Aber da mir das nicht so immer gut schmeckt mit dem Varomar, brate ich die einfach gleich an, so, wenn die Spätzle und die Soße im Thermomix ist, brate ich die einfach gleich in der Pfanne an. Aber ich habe die jetzt hier so mariniert, das war im Rezept drin. 30 Gramm Öl, halber Teelöffel Salz, halber Teelöffel Zucker, halber Teelöffel Salz, halber Teelöffel Pfeffer, ein Esslöffel Paprikapulver. Genau, das ist jetzt eh alles drin und das zieht jetzt hier so lang ein, bis ich hier fertig bin mit dem anderen Kram, der in den Thermomix noch kommt. Also das ist der Varoma, falls jemand den Thermomix nicht kennt. Das ist halt hier so eine Schale und da gibt es auch noch so einen Einlegeboden für oben drüber. Hier wäre jetzt normalerweise das Hähnchen drin mit dem gesamten Öl und so. Und dann würde ich den Einlegeboden jetzt eigentlich einlegen und darauf die Spätzle verteilen. Aber da ich kein Hähnchen drin habe, verteile ich die Spätzle jetzt einfach hier. Ich habe jetzt einfach hier eine Packung Spätzle aus dem Kühlregal. Jetzt sind hier drin zwei Knoblauchzehen, klein gemacht mit dem Thermomix auf Stufe 5 und 30 Gramm Öl. Und das dünstet jetzt für 5 Minuten. Varoma, Stufe 1. Genau, das wird dann, das ist jetzt die Grundlage für die Soße. Jetzt kommen in den Mixbecher eigentlich 2 Dosen stückige Tomaten. Aber da ich nicht so ein Riesenfan von stückigen Tomaten bin, ich habe es lieber gerne ohne Stückchen in der Soße, habe ich 2 Packungen passierte Tomaten reingemacht. Da kommen jetzt noch ein halber Teelöffel Salz dazu, Zucker und die zerkleinerten Röstzwiebeln von Anfang an. Und das kocht ihr dann 18 Minuten mit Varoma, also mit den Spätzlen zusammen hier oben drauf für 18 Minuten und dann ist es schon fast fertig, aber noch nicht ganz. Für diejenigen, die nicht wissen, wie sowas aussieht, wie gesagt, hier oben sind jetzt die Spätzle drin. Eigentlich war das Fleisch hier noch drin. Unten kocht die Soße. Also im Prinzip macht ihr alles auf einmal. Nach 18 Minuten ist es dann im Prinzip fertig. Dann müsst ihr nur noch die Soße fertig machen mit der Sahne. Aber sonst hättet ihr eigentlich Nudeln, Fleisch hier oben, also Spätzle, und die Soße hier unten. Aber damit das gedämpfte Fleisch nicht immer so gut schmeckt, brate ich die jetzt in der Pfanne an. So, mein Hähnchen ist fertig. Sieht das nicht schon mal, also ich finde, das sieht schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Dann habe ich hier noch Brokkoli im Topf. Ich weiß, eigentlich dünstet man lieber Gemüse, damit die Vitamine drin bleiben, aber mir schmeckt es gekocht einfach besser. Ich mag das, wenn das so richtig schön matschig ist. Ja, ich weiß. Und das ist jetzt auch fertig und dann mache ich jetzt einfach nur noch die Soße draus. Schaut mal, es dampft. Zum Schluss kommt noch 50 Gramm Sahne hinzu für 2 Minuten. Das kocht ihr jetzt noch auf und dann ist im Prinzip die Soße fertig, die Spätzle sind fertig, mein Hähnchen ist fertig und mein Brokkoli hoffentlich gleich auch. Und dann kann gegessen werden. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich kann nicht näher dran gehen, sonst beschlägt die Linse. Also Hähnchen, Brokkoli, ich habe das jetzt gewürzt mit einem mit Gemüse-Arounder von Just Spices, damit das ein bisschen mehr Pep hat, das Gemüse. Ansonsten die Tomatensauce und die Spätzle. Ob es mir geschmeckt hat, berichte ich euch danach. Und ihr könnt mir gerne mal kommentieren, ob ihr sowas mögt. Also, dass ich euch zeige, was ich koche mit den genauen Rezepten. Ob ich euch die Rezepte vielleicht unten in die Infobox schreiben soll oder verlinken soll. Also kommentiert gerne unten mal. Ich bin gestern irgendwie nicht mehr dazu gekommen, euch zu berichten, ob es mir geschmeckt hat. Weil ich habe dann gegessen und dann war ich so satt. Also mir hat es geschmeckt. Ich war so satt und dann habe ich mit den anderen telefoniert und dann war es auch schon irgendwie so aus spät. Genau, aber das Gericht war echt lecker. Kann ich nur euch raten, mal nachzukochen. So, ich habe ich habe bei Kiko bestellt. Ich habe auch einen Kiko bei mir hier in der Stadt. Da fahre ich halt auch noch hin. Aber ich habe online bestellt, weil mir ja dieser Lippenstift von der Wonder Woman Kollektion so gut gefallen hat, dass ich noch eine andere Farbe brauchte. Da habe ich mir jetzt auch noch eine bestellt in so einem rosa Metallic. Zeige ich euch gleich noch. Dann habe ich noch einen Lippenstift bestellt aus der Christmas Collection von der neuen. Und eine Lidschattentabelle. Palette. Wie die Farben sind, zeige ich euch jetzt. Das ist der Lippenstift von der Wonder Woman Collection in der Farbe 3. Geht mir jetzt ganz schlecht, genau da. So ein hellrosa Metallic.
glaube, ich trage den gleich mal auf den Lippen und zeige es euch mal. Dann der Christmas Lippenstift, das ist die Nummer 6 und ihr seht das. Er glitzert und hat kleine Sterne. Wunderschön, ich mag diesen dunklen Bärenton. Ein Traum, sage ich euch. Und zu guter Letzt die Lidschattenpalette, auch aus der Christmas Collection, das ist die Nummer 1. Und das sind sehr, sehr schöne Erdtöne, haben auch so einen Schimmer drin. Ja, lieb ich alles. So, dann trage ich mal den Lippenstift hier mit euch zusammen auf. Also ihr seht, es ist ein ganz leichter Rosaton. Aber trotzdem so einen metallischen Glanz. Also perfekt eigentlich für den Alltag, für die Arbeit. Also wenn es mal ein bisschen dezenter sein soll. Ja, ein sehr, sehr schöner Lippenstift. So, ich setze hier jetzt am Esstisch und möchte dieses Lebkuchenhaus zum selber basteln nachbasteln. Das bekommt ihr bei Amazon. Richtig, richtig cool. Ihr habt alle Zutaten dabei, hier sogar die Gummibärchen, die Figuren. Was ihr nur braucht, ist eigentlich eine Eiweiß-Zitronenmasse. Aber ich bin ein bisschen faul und habe es mir einfach gemacht und habe einfach hier sowas gekauft. Das ist für Lebkuchenhaus. Das muss man einfach nur in heißes Wasser legen. Deswegen hört ihr den Wasserkocher jetzt im Hintergrund. Und damit klebt ihr das sozusagen zusammen. Es gibt auch eine Bedienungsanleitung hier hinten. Wie man das aufbauen muss, ist wohl ganz, ganz einfach und ich bin sehr gespannt, wie mein Endergebnis aussieht. Mein Weihnachtsbaum steht auch schon, wie ihr da sehen könnt, aber noch nicht dekoriert. Es kommt langsam peu à peu, aber irgendwie kommen immer noch immer Sachen dazwischen. Aber ich fange jetzt an mit meinem Lebkuchenhaus. Ein Zwischenstand nach 5 Minuten, also es geht wirklich sehr super, super schnell, ist das Haus steht und ich fange jetzt schon an zu dekorieren. Man muss halt sehr schnell arbeiten, weil die Eiweißmasse sehr schnell trocknet, egal ob ihr die aus der Tube habt oder die selbst anmischt. Genau, also ich dekoriere jetzt hier noch ein bisschen weiter, aber es ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Beschäftigung auch mit Kindern, jetzt zur Vorweihnachtszeit. So, da ist mein Lebkuchenhaus fertig mit den 3 Figürchen. Es geht wirklich super, super schnell. Man kann es dekorieren, wie man möchte, nach Belieben. Genau, also ich finde es eine sehr, sehr, sehr süße Idee und ich glaube, der Preis war 18 Euro. Das finde ich vollkommen in Ordnung, kann man mit Kindern ganz gut machen und ja, wirklich toll. Es ist Zeit, endlich meinen Weihnachtsbaum zu schmücken. Yay, ich freue mich wirklich riesig. Er steht ja schon da, seit ein paar Tagen. Jetzt habe ich Zeit dafür, ihn zu schmücken. Nehme euch natürlich mit und zeige euch im Schnelldurchlauf, wie ich den Baum schmücke. Am Ende natürlich das Endergebnis im Hellen und auch im Dunkeln. Und dann zeige ich euch noch die restliche Weihnachtsdeko, die hier in meiner Wohnung überall verteilt ist, wie ich was dekoriert habe. Ihr seht schon ein bisschen im Hintergrund. Genau, das habt ihr euch ja gewünscht und das mache ich dann noch in diesem Video. Aber jetzt erstmal ans Schmücken. So, ich zeige euch nochmal den Baum. Ich musste die Jalousie ein bisschen runter machen, weil die Sonne extrem scheint. Man sieht es kaum. Ja, da unten habe ich so eine Abdeckungsdecke. Da unten schon der Adventskalender von DHL, den ich bekommen habe. Das sind so Leuchtgeschenke, die habe ich mir bei IKEA gekauft. Und ja, da ist meine ganzen Ornamente und Kugeln. Und ich habe noch eine neue Lichterkette bei Amazon bestellt. Die macht man einfach oben drauf und dann sind da so Stränge, die runterlaufen. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit rumgehen um den Baum. Fand ich irgendwie angenehmer. So, mein Weihnachtsbaum steht. Es gab auch ein bisschen Schwund. Irgendwie hat man jedes Jahr ein bisschen Schwund, oder? Ich habe hier dran gezogen, also den hochgehoben und dann, keine Ahnung, ist es hier abgefallen und ja, runtergefallen. Das war echt schön. Das war zu Mickys 90. Geburtstag. Naja, aber Schwund ist immer.
Ansonsten, ja, so sieht mein Weihnachtsbaum jetzt aus. Bisschen doof mit der Jalousie im Hintergrund, dass ich mich da spiegel. Ich zeige euch den auch noch abends, wie er aussieht, aber ich wollte euch erstmal die Details zeigen. Also, was haben wir denn hier? Hier bei Mickey und Minnie gerade, die gab es dieses Jahr bei Shop Disney. Die Lebkuchenfrau und Mann habe ich aus dem Disneyland. Hier die meisten Kugeln habe ich aus dem Primark. Habe aber auch Kugeln, genau, die habe ich auch aus dem Primark. Die habe ich mir bei Butlers gekauft vor einigen Jahren. Und hier habe ich noch so Kugeln, die habe ich auch mal bei Shop Disney vor Jahren mal gekauft. Also ist echt ein guter Mix aus allem. Hier die kleinen habe ich auch aus dem Primark. Hier ist der neue Schlüssel, den es dieses Jahr gab. Ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Die habe ich aus dem Disneyland. So, die habe ich aus dem Disneyland. Genau, die sind auch von Butlers. Die habe ich auch, glaube ich, bei Butlers gekauft. Den Olaf hier, davon habe ich auch drei. Hier hängt noch Goofy. Den habe ich auch von diesem Jahr. Das Schön und das Biest. Ich finde, der Adventskalender passt eigentlich ganz gut, weil er als Geschenk, wie ein Geschenk aussieht. Deswegen kann er schon da drunter stehen. Ja, ich glaube, das habe ich auch aus dem Disneyland oder bei Shop Disney mal gekauft. Also sehr ähnlich zu den Primark-Sachen, nur er sieht ein bisschen hochwertiger aus. Ja, hier habe ich noch so ein Schlossornament. Das habe ich auch schon ewig. Das ist auch super schwer. Also man sieht, der Ast hängt nach unten. Ja, hier habe ich auch noch so ein bisschen hochwertigen Mickey-Shape-Kopf. Hier, den habe ich mal im Sale gekauft, vor 2 Jahren, glaube ich, bei Kaufhof. Ja, der ist auch noch cool hier, der Goofy. Also echt ein guter Mix aus allem, ein sehr, sehr bunter Weihnachtsbaum. Gefällt mir auch gut. Was ich immer vergesse, ist immer so ein bisschen das Hinten. Aber es muss ja auch geschmückt werden. Hier seht ihr noch Pluto. Ja, also ist alles dabei. Und ja, dann zeige ich euch den jetzt gleich noch abends, aber ich zeige euch erstmal noch meine Tischdeko im Hellen. Ist ein bisschen chaotisch hier auf dem Tisch, weil da steht noch meine Nähmaschine und da sind noch meine Notizen. Aber das hier wollte ich euch gerne zeigen. Das habe ich mich bei Depot inspirieren lassen. Ich habe auch fast alles bei Depot gekauft, außer das hier, diese Kugelkette. Die ist aus dem Primark, weil wenn man genauer hinsieht, sind das auch Mickey-Köpfe oder Mini-Köpfe. Ja, das ist halt eine Kette. Die habe ich dazwischen durchgewurstelt. Ansonsten, das ist mein diesjähriger Adventskranz mit 4 Kerzen. Die Einhornkerzen werde ich dann am 3. und 4. erst anzünden. Und dann halt die großen am 1. und 2. Fand ich aber echt cool, muss ich sagen, diesen Stil mit diesem Körbchen. Und es ist halt sehr, schon sehr minimalistisch, aber irgendwie schon sehr modern. Also mir gefällt es ganz gut. So, ihr seht, es dämmert draußen und jetzt kann man den Weihnachtsbaum auch ein bisschen besser sehen, wie er leuchtet. Ihr seht, an den Fenstern habe ich hier so hängende Lichterketten. Ansonsten, ja, mein Weihnachtsbaum mit Beleuchtung. Dann hatte ich euch ja von diesen Geschenken erzählt. Die habe ich mal bei Ikea gekauft vor, ich glaube, zwei, drei Jahren. Genau, finde ich, passt ganz, ganz gut. Dann habe ich mir kürzlich erst diesen Kaminsims gekauft bei Lidl. Fand ihn so schön und habe ihn jetzt halt weihnachtlich dekoriert. Hier mit einer Yankee-Candle-Kerze mit so einem Lampenschirm. Mickey sitzt hier, den habe ich mal letztes Jahr bei Primark geholt. Auch genauso wie diese Mickey-Girlande, aber ich glaube, die gab es dieses Jahr auch. Dann diesen Deko-Tannenbaum aus dem Dekoladen hier bei mir um die Ecke. Die 2 Sterne sind von Depot. Ja, und ein Pflänzchen. Und hier unten sind Hundeschüsseln. Und hier habt ihr die 3 goldenen Kerzen, wie ich auch schon mal in meinem anderen Blog berichtet habe, mit ein bisschen Deko und einem Goldteller. Dann meine Couch sieht so aus. Gar nicht ganz aufgeräumt. Da liegt mein Handy zum Laden. Da liegt der Knochen von Cookie. Genau, aber das ist die meine Weihnachtscouch mit den 2 Kisten von Shop Disney. Mickey und Minnie von diesem Jahr und diese karierte Decke, die ist übrigens auch von Shop Disney. Auf der anderen Seite ist so ein Teddy-Stoff und irgendwo an der Ecke ist auch Mickey und Minnie. Aber ich fand das rot karierte irgendwie hübscher. Ansonsten ist ja hier jetzt meine Küche und dann habe ich ja hier auch noch 2 Dekoregale. Da habe ich so dekoriert, habe ich hier die Lampe von Sensia bestehen gelassen. Das Ding liebe ich. Es leuchtet auch. Also die Tannenbäume leuchten, das da leuchtet und das. Das Problem bei mir ist immer, wenn es keinen Timer hat, mache ich es auch nie an, weil ich es dann wieder ausmachen muss. Und so Timer-Sachen sind dann einfach praktisch.
Ansonsten steht oben noch der Mickey von Amazon. Genau, dann am Fenster da hängt ein kleiner Stern. Meine Küche ist auch nicht wirklich aufgeräumt. Der hat einen Timer, ist batteriebetrieben. Hier habe ich so einen kleinen Beistelltisch und hier steht das Lebkuchenhaus von Mickey, welches auch leuchtet. Dann mein Türkranz, den ich bereits letztes Jahr gebastelt habe. Mir fehlt da jetzt auch noch ein bisschen Lichterkette. Da wollte ich demnächst auch noch eine Lichterkette drum machen mit Timer. Aber ich werde auch ein neues Video noch machen bezüglich des Kranzes, damit ihr auch wisst, wie man den ganz einfach nachbasteln kann. Ich vermute, ich lade es am ersten Advent hoch. Ansonsten geht es jetzt weiter im Flur. Den Adventskalender von Rituals kennt ihr ja bereits. Ich habe jetzt insgesamt 4 Adventskalender. Den von der Arbeit, der DHL, der unter dem Weihnachtsbaum steht. Oben habe ich noch einen von Just Spices und dann habe ich noch einen kleinen im Ankleidezimmer liegen. Ich hab dieses Jahr sehr viele Adventskalender. Also genau, das ist auch ein Dekorationsstück der Adventskalender. Dann hier oben sind noch so 2 winterliche Figürchen, die leuchten theoretisch auch. Und hier steht noch eine Woodwick-Kerze, die ich dann auch anzünden kann, damit es hier auch weihnachtlich riecht. Auf der Treppe steht der kleine Schneemann hier. Den habe ich auch schon sehr, sehr lange, aber ich liebe ihn abgöttisch. Ich finde ihn echt zucker, zucker süß und er kann auch ein Teelicht tragen. Da ist jetzt ein elektrisches Teelicht drin, wo ich die Batterie wechseln müsste für den Timer, aber die gehen auch so schnell leer. Ja, ich bin da ein sehr faules Stück. Ansonsten oben habe ich gar nichts dekoriert, weil oben zurzeit so meine Packstation ist, wo ich die ganzen Umzugskartons sammle und so. Also oben habe ich gar keine Deko. Ansonsten habe ich im Flur hier noch einen kleinen Weihnachtsbaum stehen. Den habe ich mal bei Depot gekauft und die ganzen Weihnachtskugeln. Ich hatte mal den Adventskalender von Primark mit diesen ganzen Mickey-Kugeln. Deswegen finde ich das auch ganz hübsch. Da unten war mal eine Lichterkette drin mit Timer. Die ist aber kaputt gegangen. Jetzt muss ich auch eine neue dafür organisieren. Und auch im Flur steht mein selbstgebastelter Mickey-Schneemann von letztem Jahr. Dazu werde ich auch noch ein neues Video machen. Ich werde nämlich dann Mini basteln. Damit ihr auch wisst, wie ich den nachgebastelt habe, ist auch echt ganz easy. Und ja, hier ist auch eine Lichterkette mit Timer. Und ja, kommt wahrscheinlich dann am 2. oder 3. Advent. Ich weiß es noch nicht. Aber ist auf jeden Fall auf meinem Plan. Also wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Hier in der Eingangstür wacht noch Rudolf. Ich finde ihn echt auch ganz süß. Das Ding ist so eine Feuerimitation, habe ich bei Lidl gekauft, aber irgendwie geht die Batterie nach 2 Tagen leer. Da sehe ich es irgendwie auch nicht ein, die ganze Zeit jeden 2. Tag die Batterie dazu wechseln. Ansonsten ist das jetzt mal ein Ankleidezimmer. Ihr seht meine Ohrensammlung auf der Fensterbank. Hier hat sich noch nicht so viel getan. Hier habe ich bisher nur den Stern. Ich weiß noch nicht, ich muss auch erstmal hier klar Schiff machen, weil hier sitzt. Okay, ich schwenke kurz durch, aber es sieht hier grauenhaft aus. Da liegt was, gewaschene Wäsche, die muss ich wegräumen, getragene Wäsche, die ich aber noch nicht in die Wäsche schmeißen kann. Wer kennt's? Also ich bin so ein Typ, wenn ich noch nicht, ich schmeiße nicht alles nach dem ersten Tragen in die Wäsche. Deswegen lagere ich sowas auch so gerne auf so Stühlen, so wie da oder hier. Genau. Hier habe ich noch ein Weihnachtshäuschen versteckt, das gab es letztes Jahr bei Shop Disney. Ja, und dann hier findet ihr auch den 4. Adventskalender, der ist von Badefee. Die haben ja vegane Produkte und das riecht unglaublich gut. Und ich bin echt gespannt, da auch neue Produkte zu testen, weil einiges habe ich schon getestet. Und hat mir auch echt gut gefallen. Ja, ansonsten ist hier nicht viel. Mein Chaos. Hier ist noch ein Weihnachtsteller. Genau, hier der. Aber der muss eigentlich auch noch irgendwo drapiert werden. Also hier herrscht noch ein bisschen Chaos. Hier liegen noch die Sachen für den November-Haul. Ja. Also mein Ankleidezimmer ist eigentlich nicht so vorzeigbar. Ansonsten war das meine komplette Weihnachtsdeko, die ich hier so dekoriert habe. Das solltet ihr ja unbedingt sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf euch. Bis dann!